So, alles klar. Damit willkommen zu The Last of Us, der Remastered-Version für die PS4. Und ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Ich fand es sehr gut. Habe vor kurzem dann auch den zweiten Teil durchgespielt. Fand ich auch richtig großartig. Ich habe es aber noch nicht gestreamt, aber ich dachte. Hi Cindy. Ich dachte, das wäre vielleicht etwas interessant, das mal zu spielen im Stream. Vor allem das nochmal zu durchleben, weil es war irgendwie schade, dass das jetzt alles schon wieder vorbei ist und ich weiß nicht, ob jemals ein dritter Teil kommt. Das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern bis dahin. Also, ich meine, da war ja zwischen Teil 1 und 2 war ja ein Sprung von 7 oder 8 Jahren. Aber ich möchte den ersten Teil halt nochmal spielen und danach den zweiten auch im Stream. Ich bin einfach nochmal gespannt, wie das ist, das alles nochmal zu erleben. Und ja, für die Leute, die das alles verpasst haben, dass sie dann auch nochmal die Chance haben, das zu sehen. Ich konnte das Spiel ja auch lange nicht spielen, weil ich keine PlayStation hatte. Kam eigentlich für die PlayStation 3 raus. Das ist wie gesagt die Remastered-Version für die PS4. Sieht nochmal sehr viel schicker aus. Also das war damals für die PS3, so wie ich das gesehen habe, auch anscheinend schon wunderschön. Und es ist eines dieser Spiele, die mich direkt schon von der Story so begeistert haben, dass ich die immer spielen wollte. Hatte dieses Jahr auch endlich die Chance dazu. Witzigerweise genau dann, als es mit Covid-19 anfing. Da hatte ich halt im Spiel und in der echten Welt ständig mit Infizierten zu tun. Oh Gott, hoffentlich nicht mit, wirklich mit Infizierten in echt. Aber mit dem Thema zumindest. Ja. So, ich leg einfach mal los. Ich muss dazu sagen, ich spiele es jetzt mal auf Deutsch. Ich habe es auf Englisch durchgespielt, Teil 1 und Teil 2. Und es kann auch durchaus sein, dass einiges durch die Originalsprache an mir verloren gegangen ist. Also, dass ich nicht alles verstanden habe. Im Eifer des Gefechts. Aber es ist jetzt einfach für mich dann auch mal ein anderes Erlebnis, das einfach so zu erleben, wie das in der deutschen Version ist. Ja, ich fange einfach mal an. Ach, das Add-on gibt es ja auch noch, stimmt. Aber wir spielen erstmal das reguläre Spiel. Kein New Game Plus, einfach nochmal komplett von vorne. Ja, neuen Spielstand erstellen, das sieht man jetzt natürlich wieder nicht. So, alles klar. Ich fand den Vorschlag auch gut, den Stream Killerpilze zu nennen. Also, das mache ich dann beim nächsten Mal. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen.
Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Der Ton ist sehr leise. Okay, ich guck gleich mal. Gute Nacht, meine Kleine. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Okay, jetzt spielen wir auf jeden Fall Sarah. Was ist denn da los? Ich guck mal gerade wegen dem Ton. Ich meine, es ist ja gewollt, dass der Ton leiser ist als meine Stimme. Es ist hier alles auf Anschlag im Spiel. Ich guck mal gerade, wie das mit der Streaming-App ist. Moment. Nee, ich kann meinen Sound selber jetzt nicht höher drehen. Beim PC wäre das jetzt nochmal so eine Sache, aber hier geht es leider nicht. Ich hoffe, das ist trotzdem irgendwie noch zu verstehen. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Ja. Der kriegt noch eine Geburtstagskarte. Der Papa. Oh, du bist noch kein Fossil. Och, schöne Idee für eine Karte. Der Koffer. Ich finde ja, die Spiele, die sind ja so voller Details. Denn sieht man schon, Gitarrenkoffer. Da ist irgendeine Auszeichnung. Ah, die kann ich leider nicht besser sehen. Also anscheinend hat Sarah auch irgendwas gewonnen. Da steht ja drauf. Kann ich das... Sarah, der Nachname ist verdeckt. Ehrenurkunde. Okay. Nachname fängt mit M an. Und funktionierende Spiegel. Wie oft beschwere ich mich in Spielen darüber, dass die Spiegel immer zerschlagen sind? Auch diese fiktiven Filmposter sind auch super. Oh, die Bilder an der Wand. Es ist tot. Wie schön. Okay. Dad? Boah, ich finde ja, das hat so eine super Atmosphäre, das Spiel. Oh, ein Bild mit Enten. So, und noch ein Spiegel. Daddy? Ah, ein Bild von Tommy und Sarah. Was ist das denn für ein Kinderbild da oben? Das sieht aus, als wäre so ein Erwachsenengesicht da reingefotoshoppt. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Oh. Was war das? Dad? Mm-hmm.
Das ist auf jeden Fall so ein Fitnessgerät. Okay, gehen wir mal am besten weiter. Aber ich finde halt immer, diese Spiele von Naughty Dog, die sind immer so mit Details vollgestopft. Also jetzt für mich besonders halt die Last of Us Spiele. Was ist bloß los? Telefon. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Wo ist er? Ist wohl gerade ein Hund gestorben. Boah, ich finde diesen ganzen Anfang so intensiv, ne? Das ist schon sehr gut gemacht. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Die Coopers. Was stimmt nicht mit ihnen? Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Hey. Alles wird gut. Wir lösen deine dich! Nein! Geh! Geh! Du hast ihn erschossen. Ich hab ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Rein. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheiße, sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Könnt ihr bitte gehen? Gibt ein Paradies oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Wie geht's dir, Ibis? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Ja, der grafische Unterschied ist schon echt krass, aber ich find's auch immer noch super. Schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Teufel, machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Thank you.
Teufel los jetzt? Tommy, Scheiße! Boah, das ist unheimlich. Was oh Gott. Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Dreh hier, dreh hier. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Scheiße. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Da zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Ach du Schande. Daddy? Hey. Hey. Zurück, kleines. Zurück. Die drehen hier schon ziemlich am Rad, die Leute. Komm schon! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Wir sind fast da! Sie uns. Stop. Bitte, meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Scheiße!
Nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es gut. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Was für ein intensiver Anfang. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne zurück. Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Da war ich nämlich auch total überrascht. 20 Jahre später, dass direkt so ein großer Zeitsprung kommt. Nicht erstmal so 5 Jahre später, sondern also direkt 20. Ich komme. Aber fand ich cool. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Na, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert. Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Okay. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß.
Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Was ist mit dir, Joel? Hat man dir auch schon was aufgedrückt? Nein. Ja, na klar. Okay, bei dem Grafikstil muss man halt auch sagen, da liegt ja eine ganze Konsolengeneration dazwischen. Aber ich finde, es ist trotzdem noch echt schön und die haben das auch echt gut geremastert. Das ist, und der Soundtrack ist auch echt klasse. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Ja, die Welt hat sich sehr verändert. Wir werden hier von einer militärischen Gruppe in Bezirke gehalten. Und hier Fedra. Ach. Okay. So heißt die Fraktion anscheinend. Aber was ist denn hier? Hier habe ich noch nie geguckt. Hey, Kevin's Daily, das ist mein Laden. Ja, gut, dass ich das hier extra für mich ein Easter Egg eingebaut. Das hat sich ja gelohnt. Hier. Leute, die gesucht werden. Okay. Es ist falsch! Bitte! Geh sofort zurück! Oh. Bist du wahnsinnig? Verschwinde hier! Okay. Erledigt. Oh, okay. Scheiße! Oh. Da standen wir aber gerade gefährlich. Du kannst froh sein. Das passiert, wenn man sich im Abbruchhaus versteckt. Ruf die Putzkolonne! Wir sind hier durch. Wir brauchen zwei Säcke und noch zwei für die Kiste. Okay, Leute, hier gibt's nichts zu sehen. Weitergehen. Okay. Dann gehe ich mal weiter. Oh, Tess wartet jetzt da auf uns. Aber ich finde das halt so interessant. Da stecken so viele Details drin. Und beim ersten Durchspielen will man natürlich auch in erster Linie direkt die Story erleben. Und wissen, wie es unbedingt weitergeht. Aber jetzt kann ich mir auch mal ein bisschen Zeit nehmen. Mir das alles mal ein bisschen angucken. Weil ich fand es nämlich auch ein bisschen schade, dass das jetzt alles schon vorbei war. Und jetzt sehe ich die Dinge halt auch ein bisschen mit anderen Augen, weil ich ja schon weiß, was passiert. Und kann da schon mal so ein paar Vorahnungen erkennen, etc. Anscheinend gibt es immer mehr Infizierte. Oder hinten, dass sie... Die sich wegschleichen. Diese Gebäude, die, also das eine ist ja so eingestürzt oder abgekippt in das andere Gebäude rein. Das ist mir beim ersten Mal spielen auch nicht aufgefallen. Aber das ist schön. Hey, Joe. Hey. Hallo. Weißt du schon von Marianne? Was war los? Sie haben sie geholt, mitten in der Nacht. Sie sagen, sie ist ein Firefly. Ist das zu glauben? Sprich bloß nicht so laut über die Fireflies. Man weiß nie, wer einen heimlich belauscht. Ja. Ja, da hast du wohl recht. Wurden gelitten. Die ganze Truppe? Ja. Ich habe gehört, sie haben sich vor Schau gestellt und erstochen. Vergelt. Wenn wir die Kontrolle über die Versprengung. Ja, ihr zwei. Das wird hier nie passieren. Wenn mich ein Versprecher auch nur schief anguckt, knall ich ihn
diese verdammten Fireflies. Sie wiegeln die Bevölkerung auf. Wir erledigen sie. So sieht die Lösung aus. Ganz deiner Meinung. Geile Sessel. Ja, dachte ich mir gerade auch. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob das so Stühle aus dem Bus sind oder sowas. Also so Bänke aus dem Bus oder aus so einem Jeep oder so. Finde ich ganz schön, dass die zwei hier sitzen. Ich meine, bis der Bus losfährt, da können die lange warten. Aber, ey, direkt beim Zebrastreifen, das ist auch schön. Auch wenn der halt gegen diese Zeitungskästen führt. Geile Sessel. Der Checkpoint ist links, Sir. Alles klar. Oh, wir sitzen uns also. Na gut. Ich bin also anscheinend nicht mit dir befreundet. Was mit dir? Die guckt nicht sehr begeistert von uns. Was ist das denn für ein Typ? Geh weg von mir, du Schmutzfink. Aber sie guckt immer wieder zu uns rüber. Ich glaube, wir nerven sie. Okay, was denn mit der Dame? Ich habe sie sterben sehen. Die Runner kamen aus dem Nichts. Was soll ich bloß den Familien sagen? Der wartet auch auf den Bus? Ach, sie wahrscheinlich auch. Aber da kommt wohl nichts. Die haben aber alle, also nicht alle, aber sehr viele diese gelben Overalls an. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay. Okay, weiterfahren. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los, hier, los! Du Fieser! So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Alles klar. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Hinter der Mauer! Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Mhm. Wir sind dran. Hey, Schachbrett. Hey Leute, machen wir auch Karten. Es braucht sich was zusammen. Ah, die haben gepokert. Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Ach, der hat aber auch Spaß gehabt hier. Joel, hilf mir mal damit. Jo, alles klar. Seid vorsichtig da draußen. Ja, viel Spaß damit, den Schrank wieder dahin zu verschieben. Ganz alleine. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es wäre Licht.
So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Knarren. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Das ist auch so interessant, dass ich wirklich dieses Taschenlampengeräusch über den Controller höre. Ich sehe auf dem Controller übrigens auch meine Energieleiste. Ich sehe, die ist gerade bei mir grün. Also leuchtet der Controller grün. Bereit? Ganz interessant. Ja, Ma'am. Na los. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Oh, wie heißt diese Cola hier? Special Cola. Okay. Na dann, ich glaube, die ist was Besonderes. Oh ja, jetzt kommen wir wieder in solche Gebiete. Das liebe ich ja. Diese überwucherten Gebilde. Einfach, wenn die Natur sich alles zurückholt. Wie es aussehen würde, wenn die Natur alles bewuchert. Wo ist die Leiter? Die muss hier ja irgendwo sein. Ach ja, genau. Im ersten Teil gab es ja ganz oft diesen Leiterspaß. Hier zum Beispiel. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Leiter und Balkenspaß. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Ist halt oft auch das Spiel der leeren Schubladen, aber ist natürlich auch logisch. Hat sich wahrscheinlich schon jemand anders dran zu schaffen gemacht. Auch hier wieder ein Logo der Fireflies. Und Firefly-Anhänger. Von wem? Von David Michael Virgil. Ja, Firefly. Jetzt hier runter. Okay. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte, Sporen.
Ja, das war knapp. Wo kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Ja, und das finde ich ja auch so genial bei The Last of Us, dass diese ganzen Viecher, diese neuartigen Zombies, dass die nicht so klassisch untot sind oder sowas, sondern erstmal durch ein Virus übertragen werden und vor allem halt, dass das so Pilze sind, die aus denen rauswachsen, dass die nicht einfach nur so halb verfaulte Typen sind, die irgendwie bluten. Nee, das sind... Das finde ich ganz schön. Ganz schöne Idee mit den ganzen Sporen, den Pilzen. Hier sollten wir coole Sachen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helft mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Ja, das ist die Sache. Soll ich den erschießen? Und da kann ich ihm helfen. Ich glaube, er will auch, dass ich ihn erlöse, oder? Oder würde der sich verwandeln, wenn ich nichts tue? Ich habe den nämlich beim letzten Mal einfach erschossen. Ich glaube, der hustet jetzt einfach unendlich fach, oder? Also, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, kann man ein bisschen gucken hier. Boah, diese Pilzauswüchse in den Ecken der Wand. Ekelhaft. So ekelhaft. Wollen die mal mit den ganzen Pilzen hier. Das wäre mir schon zu heftig. In welchem Sinne? Die Entscheidung, den zu erschießen? Oder... Ach, weißt du, das mache ich so locker flockig nebenbei. Zack und... So, oh. Oh Gott. Gehen wir. Aber das sollte ich wohl machen, sonst... Ja, naja. Oder meinst du hier unten, dass das so gruselig hier ist? Das wird jetzt so heftig. Ja, den zu erschießen. Ach so, okay. Ja. Ja, deswegen. Also ich zögere da auch, aber anders geht's hier, glaube ich, auch nicht weiter. Ist ja auch Munitionsverschwendung, ne? Ja, aber so gesehen... Der ist ja infiziert... Und der hätte uns wahrscheinlich sonst in den, wäre dann sonst in den Rücken gefallen. Oh Gott. Oh, diese Soundkulisse über die Kopfhörer, das ist ja der Horror. In die Stadt. Nö, erstmal so eine Cola. Na toll, hat schon jemand geplündert. Das
Das mit den Schubladen. Ne, hier liegt Heilung rum, aber wir sind anscheinend schon mit voller Energie immer noch. Ein Toaster. Den würde ich auch gerne mitnehmen. Geht aber leider nicht. Ja, ich finde ja immer diese Zonen, wo man die Maske aufziehen muss. Das sind immer echt die gruseligen Sektionen. Ah, jetzt muss mein Controller stillen. So, damit die Lampe wieder funktioniert. Okay, aber hier drin war wohl nichts, wa? Dann gehe ich mal hier hoch. Hier war da irgendwo eine Treppe nach oben. Hier. Nachricht an Bruder. Okay. Naja, der Mark. Sie wurden in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Ah, es sieht ja sehr schön aus. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Oder diese Schutzmasken. Hier lang. Sicher den Eingang. Geht klar. Verdammt, das Brett ist weg. Ja, Bretter und Leitern. Das muss drin sein in einem Spiel. Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Ja, das ist nämlich so ein Spielelement. Das haben die im ersten Teil sehr oft drin. Boah, wie schön das aber hier aussieht, ne? Das ist... dass man über Abgründe ein Brett legt oder hoch an Leitern kommt. Ach, ich kann ja auch rennen. Das hab ich schon wieder ganz vergessen. So, dann kann ich hier zum Beispiel unten dieses Brett nehmen. Hier, reich es rüber. So. Bitteschön. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. So, jetzt muss ich nur wieder irgendwie hochkommen. Hier zum Beispiel. Geht doch. Bring deinen Arsch hoch, dann los. Ich bin schon oben, bin direkt hinter dir. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar, komm. Mach zu. Ich hab schon irgendwas zu plündern.
Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Da, die Kugeln, alles klar. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Da sind ja Leute da hinten. Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Also man merkt ja schon, man wird irgendwie schon direkt so reingeworfen, ne? Man hat dann den ganzen Anfang. Moment. Okay. Kann ich machen. Sieht doch nicht gleich so rum deswegen. Also man merkt, man wird ziemlich reingeworfen und dieser ganze Anfang mit Sarah und dem Verlust von Joel, das zeigt halt, warum der sehr gebrochen ist. Aber sonst wird einem auch nicht viel erklärt, was ist jetzt wirklich passiert in den 20 Jahren. Man kann sich halt nur so einen Reim draus machen, dass diese Leute hier jetzt zusammenleben. Es gibt verschiedene Fraktionen. Wir sind anscheinend hier bei den Fedras, aber die sind auch nicht wirklich glücklich damit, wie die gehalten werden. Und haben irgendwie Krieg mit den Fireflies. Hey, wer bist du denn? Der Mann. Okay. Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Ah, okay, aber sie hat die Kleidung anscheinend. Okay. Ah, der brät die Ratten. Wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Hey, wag es ja nicht, dich vorzudrängeln. Na, super. Ich warte hier schon Ewigkeiten. Rattenburger. Geil. Tut mir leid. Die sind alle vorbestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche. Hunis. Das ist die freundlichen. Tess, okay. Ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Wer ist denn das? Das geht dich gar nichts an. Anfassen heißt kaufen. Was verkauft ihr denn? Der verkauft anscheinend Bettutensilien, Matratzen. Der ist sowas wie das dänische Bettenlager. Hier verstehe ich das nicht so ganz. Der verkauft Kartons. Oh, ein Kampf. Hey, du musst blocken. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Ah, was gibt's hier? Kerzen. Kerzen und Karten. Hey, auch ein guter Name für ein Geschäft. Das ist der Macheten-Johnny. Ne, der verkauft Schippen, Brecheisen. Also Waffen. Oh, noch ein Brief. Einberufungsbescheid. Ah. Musterung quasi. Was hat sie denn da in der Hand? Ist das eine Spielzeuggiraffe? Oh! Keine Sorge, die darfst du behalten. Keine Sorge.
Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Ja, Giraffen sind schon super. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiße. Oh. In Deckung! Bereit? Ja. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Okay. Oh, das war gut. Das, also, da muss ich mich mal gerade selber loben. Ach, so gut war das auch nicht. Der hat das nämlich überlebt. Na gut. Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Mist, hier geht's nicht durch. Hey, hilf mir hoch. Okay, gut. Gib mir die Hand. Bitte. Ratten, das gibt mir wieder ein paar gute Burger. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Tja, woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Cowboy. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Ja, am besten. Oh, fuck. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Du nimmst ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Hey, Mann! Was? Hey, ich hab was gehört! Da, Finn! Ey, was schießt du jetzt hier rum? Mann, weil von wegen, ja, du übernimmst den, ich übernehme den anderen. Ja, hast du sehr toll gemacht, Tess. Ich dachte, wir schleichen hier rum. Bist du, Mist Karl? Okay, Moment, den packe ich mir. Okay. Oh, den Schlüssel fallen gelassen. Ja, den kann ich mir auch anschauen. Sehr schön. Ein Schlüssel.
Okay. Und alles verriegelt. Gut, wenn wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Er geht nicht doch heute unter. Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden. Okay. Okay, jetzt ist natürlich. Hey Mann, komm! Warum kein Scheiß? Ist natürlich auch ein bisschen Glück und Geschick jetzt nötig. Aber ich finde immer gut, selbst wenn man auffliegt, das ist nicht allzu schlimm. Man kann auch immer noch so die Gegner besiegen. Ich habe ja auch schon Spiele gespielt, namentlich Splinter Cell. Wenn du einmal entdeckt wirst, dann nee, Mission Abbruch, wo ich mir dann denke, ey Leute, lasst die doch kommen, ich schaff das auch, selbst wenn die mich sehen und wissen, wo ich bin. Und das finde ich ja auch gut. Man kann natürlich so weit wie möglich versuchen, weit zu kommen, nur mit Schleichen. Aber manchmal passiert halt was, dann hat man einen übersehen oder sonst irgendwie was. Dann geht's halt doch nicht mehr. Der hätte sich jetzt jeden Moment umdrehen können und dann wäre es vorbei gewesen. Bleib ganz cool, Mann. Immer. Er wird einfach mal. Einfach mal sagen, weißt du was? Schön, dich erwürge ich jetzt. Oh, ich bin irgendwie auch ein bisschen müde. Du bezahlen! Okay, Gar von Zell ist auch dabei. Ja, wo ist er denn? Der läuft da unten rum. Oh verdammt! Wo ist der hin? Komm raus, du Feigling! Dafür wirst du bezahlen. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Los, zu den Docks geht's hier lang. Tess, wo bist du denn? Ach, da lang. Okay, alles klar. Eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Mit dieser Holzlatte werde ich jetzt auch erstmal gucken. Du bist verrückt.
dass ich den einen oder anderen ausschalten kann, falls der mir zu nahe kommt. Ich glaube, den werden die gleich finden. Hey, aber wo noch nicht entdeckt? Das Büro. Robert ist bestimmt. Ja, was das? Ich hoffe, die anderen sehen uns jetzt nicht hier. Nee, okay, ist keiner aufgetaucht. Ist ja interessant, dass hier wirklich einfach so ein uraltes Boot in dieser Werft ist. Man hat ja manchmal nicht so genug Zeit, sich anzugucken, wo man hier einfach rumläuft und kämpft, aber ist ein schöner Ort auf jeden Fall. Strand. Oh, da geht gerade ein Schiff unter, alles klar. Ist schon untergegangen, mehr oder weniger, sagen wir mal so. Ist auf Grund gelaufen. Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Den finde ich. Frage ich mich, ob das gewollt ist, dass der aussieht wie Jerome Flynn. Dieser Robert. Joel, hier lang! Komm, er ist da rein! Wir haben ihn! Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Halt den Mund, du Wichser! Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah! Ah, verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, ne? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist eine Scheißidee. Boah. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus.
Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Hier durch. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Hey, ich will als nächstes. So. Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Okay. Ich gehe jetzt gerade noch mit ihr mit ein bisschen. Dann werde ich auch speichern und beenden. Messer. Okay. Joel, hilf mir doch mal. Geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie's läuft. Lasst uns gehen. Okay, ich versuche jetzt mal hier zu speichern. Ich bin nämlich auch müde. So. Ey, 1.3.2020 habe ich das angefangen oder durchgespielt? Ich weiß nicht, wann, was da jetzt gemeint ist, aber stand zumindest bei meinem Speicherstand 1. So, alles klar. Dann werde ich für hier heute mal Schluss machen. Dann bis dann.